wenn ein Mädchen kommt und sagt, mir ist gerade die Jungfrau Maria erschienen, wenn hier jemand auftauchen würde heute, würden wir auch sagen, geht's dir nicht gut? Hast du was geraucht oder so? Ich habe ein völlig verkorkstes Bild von den Katholiken gehabt. Ich habe einfach gedacht, das ist irgendwo so eine Art Okkult. Urgroßvater bei der Armee, mein Vater bei der Armee, mein Opa bei der Armee. Also eigentlich gab es nichts anderes für mich. Das ganze religiöse Dasein, es hat mich beeindruckt. Ich war auch vorher schon Christin, gläubige Christin, eben einer anderen Konversion. Und ich habe mich einfach zu etwas anderem hingezogen gefühlt, zugehörig gefühlt. Und das vollziehe ich jetzt gänzlich mit dem Schritt der Firmung. Der Friede sei mit dir. Haben viele Leute zu mir gesagt, ja, nee, dann, das kann dir nicht schaden, dann fährst du halt mal durch die Grotte durch. Und wenn bei dir auch ein Wunder passiert, dann ist schön, und wenn nicht, dann eben nicht. Irgendwann ist man so gestresst, dass man einfach die Schnauze voll hat. Und dann sagt man einfach nur, lieber Gott, macht halt ein Wunder passiert, dass das alles ein Ende hat, und dann passiert trotzdem nichts. Dieser Ort ist für viele Menschen, ob sie religiös sind oder nicht religiös, ein Ort der Hoffnung. Und gerade in Zeiten, wo es den Menschen schlecht geht, da haben sie das Gefühl, sie brauchen so einen Anker für einen Lebenshalt. Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Jörg Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Und wie ihr natürlich am Titel gesehen habt, wieder einmal in Zusammenarbeit mit dem wundervollen Bruder Gerald, der aus Deutschland, ich sage jetzt nicht wo genau, das muss man ja nicht so genau über Internet sagen, mir zugeschaltet ist über Skype, mit dem zusammen ich mich hier verbündet habe, mit dem Dritten im Bunde, Jesus Christus, gegen den Antichristen, um den Menschen mal deutlich zu machen, dass es keinen Krieg ohne religiöse Hintergründe gibt, dass es keine Politik selbst ohne religiöse Hintergründe gibt. Und das ist genau das, womit wir uns in den ersten Folgen beschäftigt haben. Heute machen wir das Dutzend voll, sind bei der 12. Lesung, und ich kann euch sagen, es kommt noch lange, lange kein Ende. Also diejenigen, die fiebern für die nächste Sendung, setzt euch ruhig auf euren Stuhl, zieht die Schuhe aus, legt die Füße hoch, konzentriert euch auf das, was kommt. Gerald hat wieder was vorbereitet, und wir werden uns jetzt von Gerald durch die Sendung führen lassen, und Gerald und ich werden probieren, euch deutlich zu machen, dass es ohne Religion keine Politik gibt, weil die Politik ist nur die Fortsetzung der Religion mit anderen Mitteln, und die Kriege ist die Fortsetzung der Diplomatie mit anderen Mitteln. Also das hängt alles irgendwie zusammen. Hatten wir schon besprochen, werden wir weiter besprechen, was Gerald alles an Papieren heute zusammengetragen hat. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es interessant wird. So, und damit herzlich willkommen, Gerald, zur Sendung heute. Vielen lieben Dank, Jörg, für die Einleitung. Einen schönen guten Abend an die Zuhörer, und ja, die Einleitung ist insofern perfekt. Es gibt da fast nichts hinzuzufügen, außer das Skript, was wir uns dann heute anschauen werden. Und es kommt noch jede Menge Informationen dazu. Es ist noch lange nicht am Ende. Und was ich festgestellt habe, ist, dass alles mit allem zusammenhängt. Egal, wo man hinguckt, man findet immer wieder dieselben Punkte, dieselben Kreise. Es ist ein in sich geschlossenes System, ein antichristliches System, was sich hier wirklich ausgebreitet hat. Und wie der Jörg das schon sagt, wir sind dazu da, im Lichte der Wahrheit, im Lichte auch der Bibel, dieses Ganze etwas aufzuhellen. Und in dem Sinne würde ich sagen, fangen wir einfach an. Jörg, genau, jetzt war meine Einleitung, deine Einleitung, und ja, wir gehen genau auf die Seite 29 von dem alten Skript noch. Das war das vierte oder fünfte Skript vom Original. Da wollen wir vielleicht auch heute noch einen kurzen Bezug herstellen. Und wir waren stehen geblieben bei den Ü-Club-Mitgliedern, die ja uns mehr oder weniger in der letzten Lesung beschäftigt hatten. Und wie gesagt, dieser
Club ist mehr oder weniger ja, ein Zufallsfunk gewesen und steht sinnbildlich für viele, viele andere Vereinigungen und Zusammenschlüsse und Interessenverbände. Das muss man so sagen. Es gibt da jede Menge und wir werden dann spätestens in der nächsten Lesung nochmal auf einen ganz, ganz wichtigen Punkt eingehen. Der ist so wichtig, ich würde schon sagen, das ist also wirklich schon fast die Krönung der ganzen Sache. Ja, der Jörg weiß nicht, worum es geht. Ich habe auch dem Jörg noch nicht gesagt, was ich gefunden habe, aber es passt hier wirklich rein wie die berühmte Faust aufs Auge. Also wenn du von Krönung sprichst, Gerald, dann muss ich gleich an Corona denken. Das ist ja eine Krönung. Ne? Die ist zwar nicht von Jakobs, aber das ist eine Krönung. Ne? Dann bevorzuge ich aber lieber die zweitere, ne? Also ja, die von Jakobs vorbei. Ja gut, die Dosis macht das Gift. Ne? Also, okay, ja, genau. Also wir waren stehen geblieben bei diesen Ü-Ei-Club-Mitgliedern. Und da hatten wir uns ja ein paar Mitglieder ausgesucht. Und auf der Seite 29 sind wir dann hängen geblieben bei diesem sogenannten Richard Jäger, der in der Adenauer-Regierung Vizepräsident war, so glaube ich, und demzufolge auch in dem System ganz oben angegliedert war. Und da haben wir geschaut, okay, es ging um die Todesstrafe für politische Straftaten. Ja, das war sozusagen der Punkt, wo wir stehen geblieben sind. Ne? Todesstrafe sowieso eigentlich in der Nachkriegszeit ein sehr kontroverses Thema gewesen. Aber wir haben festgestellt, dass es eben Interessengruppen gab, Persönlichkeiten gab, gerade aus dem Bereich CSU, CDU, die eben auch die Todesstrafe erweitern wollten für politische Straftaten. So, und einer davon war, wie gesagt, der Richard Jäger, CSU. Und da haben wir recherchiert, habe ich recherchiert und am Anfang gar nicht so viel gefunden, bis wir dann auf das Buch oder ich auf das Buch gekommen bin von dieser Yvonne Hötzel. Das ist ein Buch, ich kann das ja nochmal nennen, Debatte um die Todesstrafe in der Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis 1990, was für nur 84 € als E-Book bei Google irgendwo zu kaufen ist. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe nur versucht, da ein paar Informationen rauszuziehen, die eben öffentlich freigegeben waren. Und da sind wir ja schon auf dieser Seite 207, die eben lesbar war für ein Probelesen, dann eben schon hängen geblieben, dass dieser Richard Jäger eben die Todesstrafe einführen wollte für politische Vergehen und Verbrechen in Friedenszeiten. So, und dem noch nicht genug hat dieser Herr Jäger gleichzeitig gegen die Todesstrafe für Kriegsverbrecher plädiert. Und man muss sich jetzt überlegen, in welcher Zeit war das? Wir reden Anfang der 50er Jahre. Da gab es also noch den ein oder anderen unaufgeklärten Nazi, der vielleicht mehr oder weniger noch einer justizmäßigen Verfolgung da irgendwo noch sich fürchten musste, sagen wir mal so. Und insofern muss man sagen, ist das natürlich sehr brisant, ne? Wenn man auf der einen Seite sagt, okay, für politische Straftaten, da wollen wir die Todesstrafe, auf der anderen Seite für Kriegsverbrecher, also für Nazi-Kriegsverbrecher, kann man ja letztendlich auch so ausdrücken, eben dann nein. So, und das ist insofern schon mal ein sehr interessanter Hinweis. Ja, und dann haben wir weiter gelesen, und das ist auf der Seite 29 unter diesem roten Luftholen, ihr könnt es ja lesen, dass dieser Herr Jäger Freund des spanischen Diktators Franco war und er unverhohlen laut dieses kleinen Textabschnitts seine Bewunderung für dessen Unterdrückungssystem zum Ausdruck gebracht hat. Er hat wohl einige Reden gehalten, hat er dazu offen Stellung genommen, hat sich also überhaupt nichts draus gemacht. Und das ist natürlich insofern sehr interessant, weil wir jetzt hier schon den zweiten Fall haben, wo wir eine Verbindung legen können, nachweislich, zwischen
den Nachkriegspolitikern und der politischen Gesinnung. Ne? Denn wir dürfen ja nicht vergessen, wir hatten ja vor diesem Herrn, diesen Fritz Schäffer uns angeschaut, und der hatte ja auch mit dieser Legion Condor und diesen Angehörigen der Legion Condor, erinnert euch vielleicht, auch einen sehr laxen Umgang und hat ja dort auch nach den verschiedenen Büchern mehr oder weniger dort auch Steuergelder so verteilt, dass es eben dort auch zu einem gewissen Missbrauch gekommen sein muss. Ne? Da gab es ja diese eine Affäre, so richtig viel da zu finden ist nicht, aber in dem Maße können wir sagen, es handelt sich hier um denselben Geist, es handelt sich hier um dieselben Interessen. So, und da sind wir letztes Mal auf die Idee gekommen, Moment, da war doch was. Wir hatten doch mal irgendwann angefangen mit einem Skript. Die wahren Hintergründe aller Kriege. Ne? Und weil wir ja immer das Problem hatten, dort weiterzugehen, sind wir letztens einfach mehr oder weniger mal durch Zufall, und natürlich, weil ich ein bisschen vorgelesen habe, da bin ich ja ehrlich, hatte ich einen kleinen Vorsprung von Jörg, auf die Idee gekommen, dort mal reinzugucken. Und dort haben wir festgestellt, aha, da ist auch in den ersten zwei Seiten von dem Skript, in dem PDF, der Offizierstyp, im katholischen, ja, katholisch, Fragezeichen, genau davon die Rede, dass es mehr oder weniger darum geht, eine Diktatur zu errichten nach dem spanischen Vorbild. Ja, das heißt also, wir haben jetzt über diese ganzen Lesungen, wie gesagt, Zufall, in Anführungszeichen, natürlich immer ganz wichtig, der sogenannte Zufall, und haben ja sozusagen den Beweis erbracht, dass es tatsächlich hier wirklich Leute gibt, die man benennen kann, was festgehalten wurde in Schrift, wo wir sagen können, ja, diese Leute mit dem und dem Namen, zwei, wie gesagt, kennen wir, da kommen noch eine Menge dazu. Und damit können wir sagen, die Beweisführung ist erbracht. Das ist also quasi nicht nur hier in dem ersten Skript einfach eine Behauptung des Autors, sondern diese Äußerungen sind fundiert. Wir können sie beweisen. Genau, Jörg, und da würde ich doch mal sagen, weil wir ja doch, jetzt rede ich die ganze Zeit über dieses Skript wieder, und ich würde sagen, Jörg, wollen wir nie einfach nochmal dort vielleicht mal ein bisschen reinlesen, Jörg? Und weil du natürlich ja schon bestimmt mit den Hufen scharrst und bestimmt was lesen möchtest, würde ich vielleicht sagen, Jörg, könntest du doch ein paar Sachen mal anlesen nochmal aus dem ersten Skript? Ja, fangen wir nochmal vorne an, ne? Ja. Und dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal, also die ersten zwei Seiten auf jeden Fall, weil das ist, denke ich mal, sollten wir uns jetzt nochmal in den Kopf rufen, und dann würde ich sagen, mach mal weiter. Ne? Bundesjustizminister Dr. Thomas Dehler sagt, wenn ich mir ein Deutschland vorstelle, das von Prälaten und Oberkirchenräten regiert wird, dann wird mir bang. Aus der Offizierstyp im kommenden Heer, katholisch, wir erinnern uns, dieses Schreiben, dieses Büchlein, Heftchen, wie auch immer, wurde erstellt im Juni 1953. Damals gab es noch keine Bundeswehr. Damals gab es offiziell noch keine Wiederbewaffnung des gerade im Zweiten Weltkrieg, zwischen Anführungszeichen, unterlegenen Deutschland. Ja? Und er sagt, ich möchte nicht von der Kirche regiert werden. Der EVG, es ist also der Europäische Verteidigungsgemeinschaftsvertrag, und die damit verbundene Aufstellung eines deutschen Truppenkontingents beschäftigt nicht nur Europa, sondern die ganze Welt. Der verbissene, religiös anmutende Fanatismus, die merkwürdige Eile, mit der Bundeskanzler Adenauer und alle kirchentreuen Politiker, und wir hatten ja jetzt die letzten Sendungen einige davon besprochen, ne? Kopfabjäger und so weiter und so weiter und so weiter, an die Aufstellung deutscher Truppenverbände herangehen, fällt überall auf und macht viele misstrauisch. Auch der Vatikan bzw. seine ausführenden Organe in Deutschland, das sind die Bischöfe und maßgeblichen CDU-CSU-Politiker, sind eifrig dabei tätig. Eine Meldung der Westdeutschen Rundschau vom 24. März 1953 klärt über diese katholische Begeisterung für ein EVG hier auf. Das Blatt schrieb, Zitat, über katholische Pläne
für ein zukünftiges westdeutsches Truppenkontingent weiß die in Darmstadt erscheinende Monatsschrift der evangelisch bekennenden Kirche Stimme der Gemeinde zu berichten. Unter der Überschrift Die Wehrmacht des Herrn Pfrings schreibt das neue Heft dieser Zeitschrift, in maßgeblichen katholischen Kreisen sei man sich darüber einig, dass, Zitat, ein katholischer Offizierstyp, Ende Zitat, zu schaffen sei. Zu diesem Zweck müssten Eignungsprüfungen in der neuen Wehrmacht in der Hand von katholischen Pädagogen liegen. Wie das Blatt weiter mitteilt, soll über dieses Programm bereits im vergangenen Jahr in einem Ausschuss des Deutschen Katholikentages beraten worden sein. Kleine Anmerkung von mir, wo fragt man hier eigentlich das Volk in einer sogenannten Demokratie? Hier wird beschlossen und beraten von Menschen, die es einen Dreck schert, was das Volk in dem Moment denkt. Dabei habe Professor Dr. von der Hente aus Mainz dargelegt, dass eine sofortige Wehrpflicht deshalb nicht in Frage käme, weil bei dem Waffenbedarf an Unteroffizieren und Offizieren auch diejenigen zum Zuge kämen, die nicht nach christlicher Auffassung notwendigen Voraussetzungen mitbrächten. Er habe daher aus Freiwilligen rekrutierte Kadetts junge Katholiken befürwortet, um so die neue Wehrmacht in ihren Unteroffizieren und Offizieren mit katholischem Geist erfüllen zu können. Man ist also schon seit einem Jahr dabei, diese Wehrmacht des Herrn Pfrings, jenes so geschäftigen Kardinalerzbischofs von Köln, aufzustellen. Uns überrascht diese neue Bestätigung, dass es sich bei dem neuen Europa um ein päpstlich-katholisches Europa mit einer entsprechenden katholischen Armee handelt, keineswegs. Wir haben schon oft darauf hingewiesen. Wir haben auch bereits festgestellt, dass sich die Demokratie in Deutschland zu einem autoritären katholischen Staat nach spanischem Muster entwickle. Der Sozialdemokrat Max Wörnach nannte kürzlich die heutige Demokratie eine besondere Form der Diktatur, die es fertigbringe, den Staatsbürger glauben zu machen, dass sein Wille geschehe. Ja, Gerald, mal eine kurze Pause einlegen nach der ersten Seite, wie immer. Dieser letzte dunkelblau angestrichene Satz, der sagt doch im Grunde nur, dass wir die ganzen letzten Jahre, seit wir in der sogenannten BRD leben, verarscht wurden, oder? Der Sozialdemokrat Max Wörner nannte kürzlich die heutige Demokratie eine besondere Form der Diktatur. Ich meine, das ist doch wohl sicher jetzt, ich habe ja gerade schon mal Corona benannt, in der Zeit deutlich geworden, dass wir in Deutschland in einer Diktatur leben, wo jetzt dann die Macht ein bisschen übertragen wurde von der Politik auf die Medizin, auf die Pharmaindustrie, auf überhaupt Industrie, auf überhaupt die kommerzielle, also die wirtschaftliche Seite Deutschlands, ja? Und diese besondere Form der Diktatur bringe es fertig, den Staatsbürger glauben zu lassen, dass sein Wille geschehe. Ja, weil die Leute alle 4 Jahre zu einer Wahlurne gehen können und ihre Stimme darin versenken können, denken sie tatsächlich, dass sie irgendetwas mit dem, was passiert, zu tun haben. Haben sie aber nicht. Ich finde diesen Satz von dem Max Wörner, dass die heutige, man hätte hier im Grunde die Demokratie alleine schon zwischen Anführungszeichen setzen müssen, eine besondere Form der Diktatur, ja, er sagt hier, dass das das ist, und ich stimme dem vollkommen zu, das ist eine besondere Form der Diktatur, es ist nämlich eine verdeckte Form der Diktatur, ja, wo es eben nicht offenbar ist, wir schreien nicht Heil Merkel, Heil Schröder, Heil Scholz, Heil Adenauer, aber im Prinzip ist es genau dasselbe. Merkt ihr denn nicht den Personenkult in der Politik? Ich meine, ihr lebt ja nicht wie ich in Belgien, aber wenn ihr hier in Belgien leben würdet, dann würde euch das noch viel mehr auffallen. Wie hier der Sohn von, der Neffe von, der Cousin von, der Bruder von, der Vater von, der Opa von, alle in der Politik verseilt sitzen. Alle. Das ist eine einzige Sippschaft, wie man so schön sagt. Das ist vielleicht noch nicht ganz im Deutschen so deutlich. Hier und da kommt das mal ein bisschen raus, dass der eine dann doch verwandelt ist oder verwandt ist mit dem und der und so weiter. Hier in Belgien ist das überdeutlich. Aber hier in Belgien lebe ich auch in einer absolut jesuitischen Hochburg. Aber das nennt sich hier auch eine Demokratie, auch wenn es eine monarchische Demokratie ist. Also anstatt eines Präsidenten wie in Deutschland haben wir hier einen König. Der übrigens auch deutsches Geschlecht ist, ne? Davon abgesehen. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Aber der Punkt, den ich nur sagen will, ist,
Es sind immer dieselben Leute, die da in der Politik sind. Und wer sich die Mühe gemacht hat, die Folgen der satanischen Gender-Agenda, dann Musik-Agenda und Medien-Agenda zu schauen, die ich mit Michael produziert habe, oder besser gesagt, die Michael mit mir produziert hat, in mehr als 220 Folgen, der erinnert sich auch, wie in der Musik die Leute alle miteinander verbunden waren. Ich nehme nur mal das prominenteste Beispiel raus, Kate Bush, die ein Dank schreibt auf der Rückseite ihrer LP, Danke an Peter Gabriel für das Öffnen der Fenster. Ja? Und wie die alle zusammenhängen. Die arbeiten zusammen und sind teilweise sogar familiär miteinander verbandelt. Ja? Und genau das ist das. Und das gemeine Volk, also damit das nicht gemein im Sinne von fies, sondern gemein im Sinne von das normale Volk, ja, das Schaf, lass uns mal sagen, lässt sich blenden von dem, was die uns erzählen über ihre Medien, als wo sie natürlich nicht alles auflegen, wo sie natürlich nicht sagen, von der und der ist mit dem zusammen oder die haben zusammen studiert oder die haben da zusammen als Kommilitonen im selben Studiensaal gesessen oder hier und da ein Zimmer geteilt oder was weiß ich wie. Das erzählen die uns alles nicht. Das kann man, wenn man viel Glück hat, vielleicht mal irgendwann rausfinden. Aber so ist das. Es ist ein und dieselbe Sippschaft und Suppe da. Und genau das wird im Grunde hier in diesem Einsatz alles zusammengefasst. Ja? Diese Demokratie ist eine besondere Form der Diktatur, weil es eben eine verdeckte Form der Diktatur ist. Aber es ist keine wirkliche Demokratie. Wir leben in einer Diktatur, oder wir leben in einer Demokratie, die eine Scheindiktatur ist. Ich sage es mal so, oder bringe es zu den Worten heraus. Indem tatsächlich dem Staatsbürger durch die indoktrinierenden Medien, Fernsehen, Radio, Zeitung, Zeitschrift, Internet, Glaube gemacht wird, dass tatsächlich der Wille des Volkes geschehe. Wie heißt es in der Präambel des sogenannten Grundgesetzes? Alle Macht geht vom Volke aus. Ja? Fragezeichen? Gerald, hast du vielleicht auch was dazu zu sagen? Oh, wo soll ich anfangen? Mir ist bloß eingefallen, was für ein unglaublicher Apparat dazu nötig ist, die Menschen die ganze Zeit in diesem Glauben zu halten, dass sie tatsächlich in einer Demokratie leben, ne? Ja gut, okay, es sind Zwangsgebühren bei uns in Deutschland. Ja, wir müssen ja unsere Fernsehgebühren zwangsweise abführen. Das gab es selbst zu diesen nationalsozialistischen Zeiten meines Wissens nicht. Nee, da gab es aber kein Fernsehen. Ja, da gab es nur die Radiobeiträge und sowas. Ne? Das gab es da, glaube ich, schon Rundfunk. Aber das ist natürlich ein Riesenapparat, der da in Bewegung gehalten werden muss. Ne? Und das ist schon eine Frechheit, dass man dieses Unterdrückungssystem auch noch selber zahlt. Ja, mal von den Steuern mal ganz abgesehen, was ja auch letztendlich, ne, wir haben es ja schon gelesen, ja, das Geld ist immer katholisch, na klar. Wir finanzieren quasi unsere eigene Unterdrückung, wenn man es mal so will, ne, auf den Punkt gebracht. Und gerade Medien, Funk, Fernsehen, jetzt Internet, diese ganzen Dinge, die alle mehr oder weniger auch so eine Scheinwelt suggerieren. Ja? Und ich meine, es gibt immer noch Leute, und das muss ich wirklich auch sagen, denen es noch viel zu gut geht. Das ändert sich gerade durch die ganzen Umwälzungen. Ne? Wir erinnern uns ja an die Aussage von Herrn Scholz, ne? Zeitenwende. Ne? Wir leben ja jetzt in einer Zeitenwende, ne? Zurück zum Mittelalter. Und ja, diese Zeitenwende ist natürlich eben entsprechend eben mit Einschnitten verbunden und langsam merken auch viele, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Ne? Aber dass das, was jetzt hier passiert, direkt und indirekt mit Religion zu tun hat, das ist ein Punkt, da wissen die Leute am wenigsten. Denn wer weiß denn schon über diese Dinge wie Inter Mirifica oder Miranda Prosis Bescheid, ne? Ja, und in diesen Schreiben steht es auch ganz deutlich beschrieben, dass das eben, dass die römisch-katholische Kirche sich das Recht nimmt, diese Medien auch zu zensieren. Mhm. Michael hat da, glaube ich, nochmal gerade drauf gedrückt. Ich weiß nicht, in welcher Sendung das jetzt letztens war. Das sind, ich gucke von Michael auch so viel im Moment, aber der hat ja auch diese Miranda Prosis erwähnt. Und da steht ganz deutlich drin, dass die römisch-katholische Kirche sich eben das Recht nimmt, zu zensieren. Ja? Und
weil sie eben das Geburtsrecht hat, diese Medien zu besitzen und zu kontrollieren. Ja, das ist, na gut, ich will jetzt auch nicht zu weit da hineingehen oder zu weit abschweifen vom Thema. Wir wollten auch noch ein bisschen weiterlesen. Ich finde nur diesen einen Satz hier, den ich hier gerade gelesen habe, ja, dass der Sozialdemokrat Max Wöhner die kürzlich die Demokratie eine besondere Form der Diktatur benannte, die es tatsächlich fertig bringe, den Staatsbürger glauben zu machen, dass sein Wille geschehe. Wenn man diesen Satz muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Und wenn man das verstanden hat, was hier steht, dass der Mann nicht irgendwie so mal, naja, lose daherredet, dann, wer die ersten 11 Folgen dieser Sendung gesehen hat und noch andere Videos von mir gesehen hat, der begreift, das ist absolut richtig. Der Mann bringt es auf den Punkt. Wir leben nicht in einer Demokratie. Wir leben in einer Diktatur, die sich versteckt hinter der Maske der Demokratie. Ja? Ich fahre mal fort, Gerald, wenn das okay ist für dich. Nun, wenn sich diese besondere Form der Diktatur erst zu der erstrebten autoritären Form entwickelt hat, wird sie es sogar fertigbringen, den Staatsbürger so glauben zu machen, dass er nur noch singt, sagt und betet, dein Wille geschehe, nämlich der Wille Gottes. Das heißt aber, unmythologisch gesprochen, der Wille des in Rom residierenden Stellvertreters dieses Gottes, beziehungsweise des gleichsam gegenwärtigen Christus, des Jesuitengenerals. Besser hätte ich es nicht formulieren können. Die Protestanten haben die Freude und Genugtuung bei dieser Entwicklung wacker mitgearbeitet und die katholische CDU-CSU hervorragend unterstützt zu haben. Und ich bitte hierbei zu bedenken, was wir hier lesen, ist von 1953. Das ist vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil von 1963 bis 65, das Ökumenische Konzil. Das ist vor dem 31. Oktober 1999, wo die weltweite Lutheranische Föderation mit der römisch-katholischen Kirche das Schreiben zur gemeinsamen Glaubenserklärung unterschrieben hat. Ja? Weit davor, da sieht dieser Schreiber das schon. Von ihren Führern könnten die spöttischen Worte Lessings gelten. Zitat: Herr Pastor, arbeiten Sie nur drauf los, so viele Protestanten als möglich wieder in den Schoß der katholischen Kirche zu scheuchen. So ein lutherischer Eiferer ist den Katholiken schon recht. Sie sind ein Politikus wie ein Theolog. Ende Zitat aus Antigötze aus dem ersten Band. Ja. Ein Dichter und ein genialer Mensch besitzt einen in die Zukunft reichenden Weitblick. Ein Dichter und ein genialer Mensch besitzt einen in die Zukunft reichenden Weitblick? Das ist ja ein ganz interessanter Satz. Da könnte man ja direkt sagen von, ja wow, der hat ja so vollkommen recht, das ist ja wunderbar, was er hier sagt. Das stimmt ja komplett. Nein. Ich muss kein Dichter sein, ich muss kein genialer Mensch sein, um in die Zukunft schauen zu können. Ich muss nur die Bibel lesen. Da steht nämlich alles drin. Da steht drin, wie es war, da steht drin, wie es ist und da steht drin, wie es wird. Und es gibt eine sehr bekannte Person, ich komme im Augenblick nicht auf seinen Namen, aber das Zitat kann ich euch sagen, der sagte, zeig mir die Vergangenheit und ich werde dir die Zukunft zeigen. Weil in der Bibel bereits geschrieben steht, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Wenn ich die Bibel kenne, dann weiß ich, was in der Zukunft passieren wird, weil das ist genau dasselbe, was in der Vergangenheit passiert ist. Es wird anders eingekleidet, ja. Das zieht sich eine andere Hose an, das zieht sich ein anderes Hemd an, das setzt sich eine andere Mütze auf. Aber das Gesicht hinter der neuen Maske ist immer dasselbe. Das ist immer die Fratze des Teufels. Ja? Also, bevor man solchen Sätzen jetzt erstmal ganz wunderbar zustimmt und applaudiert, sollte man mal überlegen, dass man nicht Dichter und nicht genial sein muss, um die Zukunft mehr oder weniger vorhersagen zu können, wo es hingeht, wenn man wahre Geschichte kennt und wenn man die Bibel kennt. Und dafür sind diese Lesungen, dass wir uns
mit der wahren Geschichte beschäftigen, mit der Geschichte, die euch nicht in der Schule gelehrt wird, mit der Geschichte, die euch nicht in Terra X und von Hans Lesch und was weiß ich, welchen Typen im Fernsehen und sonst wo irgendwo gezeigt wird, sondern dass wir euch die Vergangenheit zeigen, wie sie wirklich war. Dass wir die Verbindungen auflegen, über die niemand sonst spricht. Siehe zum Beispiel wieder einmal die Lesung von Michael, die aktuelle, über die Verschwörung. Welche Verbindung der aufgelegt hat, alleine bei JFK, also nur bei John Fitzgerald Kennedy, bei dem Ritualmord, der da durchgezogen wurde. Das ist nur ein einziger Fall und so verstrickt ist das in der ganzen Welt. Aber wenn man wahre Vergangenheit kennt, die man dann kennt, wenn man sie an der Bibel messen kann, die Vergangenheit, die standhält im Licht der Bibel, das ist die wahre Vergangenheit, nicht das, was sie uns in der Welt lehren. Ich wollte jetzt gar nicht so weit ausschweifen, aber da sind bestimmte Punkte, die werden in der Exegesis, also in der Bibellehre, hier in dieser Welt gelehrt, die total nicht standhalten, wenn man sie an die Wahrheit misst, von was wirklich in der Geschichte passiert ist. Und eine dieser allergrößten Täuschungen, ich sage das hier jetzt mal, ich werde da später Videos zu machen, da gehe ich da detailliert drauf ein und werde es auch biblisch mit Versen erklären. Aber zum Beispiel diese Lüge, dass die 1260 Jahre Regierung des Antichristen zwischen 538 oder auch meinetwegen 606 bis 1798 oder 1866 war, das ist eine Lüge. Das ist nicht wahr. Das Anfangsdatum ist verkehrt gewählt. Und das ist bei vielen Dingen in der Bibelauslegung so, dass das Anfangsdatum verkehrt gewählt ist. Eine bestimmte Kongregation, deren Namen ich jetzt hier nicht nenne, ihr könnt euch ja denken, welche das ist, erklärt auch, dass die 2300 Jahresprophezeiung aus Daniel Kapitel 8, Vers 14 beginnt mit der 70. Jahrwoche von also Abzählung der 490 Jahre aus Daniel Kapitel 9. Also 400 irgendwas, 500 irgendwas vor Christus und dann 490 Jahre. Ja? Und dann kommen sie auf 1844, 1843, 1844. Das ist falsch. Das klingt logisch, das klingt toll, das klingt wunderbar, steht in der Bibel geschrieben, das ist der Zeitraum, da ist der Anfang, da ist das Ende, wunderbar, alles ganz toll. Friede, Freude, Eierkuchen. Nee, leider nicht. Das ist ein Eierkuchen mit Salmonellen. Das ist Friede im römisch-katholischen Sinne, der nämlich Krieg ist. Und das ist keine Freude, das ist ganz große Trauer. Das ist ganz großer Betrug. Und diesen Betrug werde ich in der Zukunft aufdecken. Da könnt ihr euch warm anziehen. Und wenn ihr sagt, von, ich will das alles nicht hören, Jörg, die Wahrheit, die du bringst, ist mir viel zu viel, ja, dann habt ihr selber Schuld, dann kann ich auch nicht helfen. Ich werde es bringen. Ja? Gnadenlos. Ich werde es beweisen mit Bibelversen. Und das ist das Problem. Wenn man die wahre Geschichte zwar kennt, aber dann falsche Daten präsentiert bekommt, dann ist man immer noch verloren. Und das ist ein Punkt, der mir sehr, sehr am Herzen liegt, um euch darauf aufmerksam zu machen. Studiert bitte die Bibel für euch selber. Weil auch ich habe in der Vergangenheit den Fehler gemacht, dass ich viel zu viel nach anderen Leuten gehört habe. Ich habe viel zu viel idiotische Videos geguckt und mich von deren Lehren beeinflussen lassen. Und dann bin ich vor etwas über einem Jahr auf jemanden gestoßen, der meinen Kopf am Schopf, der mich am Schopf gepackt hat und mit der Nase auf die Bibel gedrückt hat, bis sie anfing zu bluten. Meine Nase, nicht die Bibel. Und ich habe endlich mal gemerkt, aber es steht doch so da. Ja, warum erklären Sie das denn so? Weil das Ihre Agenda ist. Die von Organisationen, von Kirchen und von sogenannten Lehrern, die Jesus Christus übrigens Rabbi nennt, ja, Meister. Ne? Nennt niemand euren Meister, denn einer ist euer Meister, der Christus und sonst niemand. Und auch ich habe in der Vergangenheit genau diesen Fehler gemacht. Ich bin in dieselbe Falle gestrappt, also Falle gelaufen, wie jeder andere auch. War das, wie wir im Flämischen sagen, Gemacksucht? Ich weiß nicht, wie nennt man das im Deutschen? So aufgrund dessen von, ach, ist ja viel einfacher, denen zu folgen. Du hast einen bestimmten Glauben und du denkst, das ist sicher und dann triffst du hier und da und da und da alle Dinge, die andere Leute sagen und du sagst, oh, da werden die wohl recht haben.
Ich habe denselben Fehler gemacht. Und ich werde meinen Fehler, ich habe meinen Fehler für mich selber zum Glück bereits korrigiert. Ich werde ihn aber auch in vielen Studien und Videos in der Zukunft korrigieren. Die wahre Geschichte zu kennen und diese wahre Geschichte zu messen an der Bibel, das gibt euch die Möglichkeit, ganz genau einzuschätzen, wo wir heute sind und vor allen Dingen, wo wir hingehen. Und das ist genau das, was der Autor hier sagt. Ja? Ein Dichter und ein genialer Mensch besitzt einen in die Zukunft reichenden Weitblick. Nein, jeder Mensch, der muss kein Dichter sein und kein genialer Mensch, besitzt die Möglichkeit, in die Zukunft zu schauen, wenn er die richtigen Geräte dazu hat. Und das richtige Gerät ist einerseits wahre geschichtliche Information und auf der anderen Seite die Bibel, die es alles vorhersagt. Und da muss man nur sehen, die Dinge richtig zu verknüpfen. Wenn man aber in einer Welt lebt, in der die Dinge verkehrt verknüpft werden, dann geht man der Lüge auf den Leim. Und ich bin's selber. Ich bin selber glaubensmäßig gewesen und ich bin es gegangen in meinen Videos. Ich habe so viele Videos gemacht, wo ich diesen Mist erzählt habe. Ich kann sie nicht alle runternehmen. Ich habe keine Videos mehr. Aber ich werde es korrigieren in der Zukunft. Das ist ein Versprechen. Und daran dürft ihr mich messen. Ja, Entschuldigung, Gerald, das hat jetzt mit der Sendung nicht viel zu tun. Also, das musste ich mir mal von der Seele reden. Ich bin gespannt. Ja. Fahren wir dann mal fort. Ich denke, ne? Ein bisschen können wir noch, ne? Weil wir haben, ja, wir haben noch einen Moment, ja. Denn er kannte die heutigen Pastoren gar nicht, deren Eifer die kurzsichtigen Protestanten noch immer nicht erkennen und durchschauen. Was hätte Lessing wohl geschrieben, wenn er die Wirksamkeit des Herrn Bundespräsidenten Dr. Ehlers beobachtet hätte, der mit den Güssen seiner sprudelnden Rhetorik die zuweilen aufflammenden Zweifel nachdenklich werdender Protestanten wegen ihrer Beteiligung an der CDU-CSU so kunstvoll zu löschen besteht. Achso, deswegen die Güsse. Ja. Ich habe den Text noch nicht gelesen, müsst ihr mich entschuldigen. Ich habe das überhaupt nicht vorbereitet. Kann ich ja nicht ahnen, dass wir mal in dieses Papier hier wieder reingehen. Das merkt man dir aber nicht an. Ja, deswegen war ich eben mit dem Wort Güssen nicht ganz richtig. Aber Güssen und Löschen, dann ist das natürlich richtig. Dann habe ich das Wort richtig gelesen. Ich bin teilweise mit den Buchstaben immer noch nicht so wahnsinnig auf Du in dieser Frakturschrift, wie es eigentlich nach der ganzen Zeit sein sollte. Ja, sagt der Autor, so ein lutherischer Eiferer ist den Katholiken schon recht. Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts, also wir sprechen hier vom 19. Jahrhundert, war der Weg der evangelischen Kirche schon so deutlich erkennbar, dass der bekannte Kirchenhistoriker Professor Rippold schreiben konnte, Zitat, die deutsche evangelische Kirche steht, kleine Kreise ausgenommen, den jesuitischen Angriffen gegenüber ohnmächtig da. Weil ihr nicht bloß die Waffen genommen und die Hände gebunden sind, sondern weil ein großer Teil ihrer eigenen Führer sich ihrem erbittersten Feinde verkauft hat. Für uns selbst bleibt daher nur die Aufgabe noch übrig, Kraft unserer Berufspflicht als Kirchenhistoriker vor unserem deutsch-evangelischen Volk es laut auszusprechen. Die heutige Modetheologie, welche sich hinterrücks die Herrschaft über die evangelische Kirche erschlichen, verrät diese Kirche. Welche Wege führen nach Rom aus Heidelberg von Bassermann, Seite 446 erschienen. Schaut, was ich hier vielleicht erklärend hinzufügen sollte, ist etwas, was nicht jedermann bewusst ist. Ich spreche hier immer von der futuristischen oder Zukunftslehre, ja, eines zukünftigen Antichristen, diese verkehrte Lehre, natürlich der Jesuiten, die das rausgebracht haben, und die Anfang des vorletzten Jahrhunderts, also des hier angesprochenen 19. Jahrhunderts, nämlich zwischen 1805 und 1810 ungefähr, angefangen haben, alle, doppelt unterstrichen, drei Ausrufezeichen, fett gedruckt, alle Seminare zu unterwandern. Das heißt, wo ich, wenn ich jetzt sage, als ganz normaler Mensch, als Laie, ich möchte jetzt gerne in eine evangelische Kirche eintreten, ist das eine Baptistenkirche, ist das eine Methodistenkirche, ist das eine Sieben-Tags-Adventistenkirche, die es Anfang 1800 noch nicht gab, aber dann später halt, ist das eine Pfingstgemeinde, ist das eine Täufergemeinde, ist das eine lutherische Kirche, ist das eine kalvinistische Kirche, nennt sie mal auf, ich kann die ganzen verschiedenen Kongregationen ja gar nicht alle aufzählen, wenn du da
als Pastor dich ausbilden lassen möchtest, dann musst du ein Pastorenseminar besuchen. Das Problem ist, dass derjenige, der hinter dem Pult steht und der die Schulung gibt, ein Jesuit ist oder ein jesuitisch erzogener Ausbilder ist. Das heißt, ich kann ja nur das lehren, was mir selbst gelehrt wurde. Wenn ich bei einem Jesuiten gelehrt habe, dann kann ich nur das lehren, was der Jesuit mich gelehrt hat. Wenn der Jesuit aber nicht offen als Jesuit auftritt, wie wir ja wissen, dass das eben passiert ist, seit dem Verbot der Jesuiten 1773, dass der Orden säkularisiert wurde und dass selbst mein Banker, mein Anwalt, mein Richter ein Jesuit sein kann, ohne dass ich es weiß, ein Jesuit, der ein Kurzrock-Jesuit, ein Jesuiten-Koadjutator, wie ja Gerald auch, glaube ich, letzte Woche diesen Ausdruck gebraucht hat, dann weiß ich das ja gar nicht. Und sicher, wenn der sich in die Kirche einbegibt, das weiß ich ja gar nicht. Und da ich das Thema ja noch nicht kenne, deswegen gehe ich an ein Seminar, um es zu lernen, dann wird mir etwas gelehrt und ich lehre dann später denjenigen, die bei mir im Unterricht sitzen, also in der Kirche zum Beispiel oder im Religionsunterricht oder in anderen Seminaren, den lehre ich ja das, was mir gelehrt wurde. Da ich aber vorher ja nicht das ganze Thema kannte, deswegen bin ich ja lernen gegangen, habe ich ja gar nichts, an was ich das halten kann. Und ich merke gar nicht, dass ich eine Lüge lehre. Weil ich bin mit der Lüge aufgewachsen. Wir wachsen alle in der Lüge auf. In diesen Seminaren auch. Und diese ganzen Pastor-Priester-Seminare seit Anfang des 19. Jahrhunderts sind alle jesuitisch unterwandert. Alle. Und eins der bekanntesten, das sitzt übrigens in Amerika, in Dallas, zufällig in Dallas, JFK, das ist das Dallas Theological Seminar, DTS. Und wenn ihr gerne ein wenig eure eigenen Studien in der Richtung anstellen wollt, dann schaut euch das DTS, also das Dallas Theological Seminar oder Dallas Theologische Seminar, einmal an, sucht das im Internet und vergleichbare andere Seminare und schaut, was da für Menschen in die Schule gehen. Und wenn ihr wisst, wer da gelernt hat, und die lehren dann selber, ja, die können ja nur das lehren, was ihnen da angelehrt wurde. Und genau so ist das. So, ich will es jetzt nicht zu kompliziert machen, aber das ist genau der Punkt, den hier der Autor anholt. Er sagt, und wir wiederholen das eben nochmal, für uns selbst bleibt daher nur die Aufgabe noch übrig, statt unserer Berufspflicht als Kirchenhistoriker vor unserem deutsch-evangelischen Volk es laut auszusprechen. Die heutige Modetheologie, welche sich hinterrücks die Herrschaft über die evangelische erschlichen hat, verrät diese Kirche. Hinterrücks die Herrschaft über die evangelische Kirche erschlichen, das ist Jesuitentum! Die Jesuiten wurden Mitte des 16. Jahrhunderts gegründet als gegenreformatorischer militärischer Orden. Und das sind die Früchte, die sie tragen. Sie haben Jahre der Vorbereitung gebraucht. Aber Anfang des 19. Jahrhunderts haben sie angefangen zuzuschlagen. Und wir sind heute fast 200 Jahre weiter. Was glaubt ihr, welche Fortschritte sie jetzt in den letzten 200 Jahren gemacht haben? Der Autor fährt hier fort und sagt, wir sehen heute in Spanien, wie sich ein autoritäres katholisches Regierungssystem, das ja auch in Deutschland angestrebt wird, wir erinnern uns, 1953, auswirkt. Wir sehen heute in Spanien, wie sich ein autoritäres katholisches Regierungssystem auswirkt. In Folge 8 vom 23. April 1953 auf Seite 373, Paragraph 4, brachten wir einige Berichte darüber. Es sind im Zusammenhang mit der Aufstellung jener katholischen Armee in Deutschland, so wichtig, dass wir sie an dieser Stelle wieder zur Erinnerung bringen müssen. Es heißt dann, Zitat, zahlenmäßig gesehen stehen in Spanien 1400 Katholiken einem Protestanten gegenüber.
Und dann muss man sich immer noch fragen, was für ein Protestant ist das? Weiß der eigentlich, was er protestiert? Ist das ein Protestant im Herzen oder ist das nur ein nomineller Protestant? Aber die Diskussion will ich jetzt gar nicht mehr anfangen. Zahlenmäßig stehen in Spanien 1400 Katholiken einem Protestanten gegenüber. In Spanien nicht katholisch sein gilt allgemein als ein Unding, als unspanisch, als ein aussichtsloses Schwimmen gegen den reißenden Strom. Wer im Lande Karls des V., Isabellas, Loyolas und Francos nicht katholisch ist, unterscheidet sich in nichts von den ersten Katakombenschriften Roms. In Spanien eifern 28 Millionen Katholiken gegen 20.000, zwischen Anführungszeichen, Ketzer mit inquisitorischer Unduldsamkeit. Wer die Inquisition wirklich tiefgehend und richtig studiert, der wird eine Erfahrung bringen, dass nicht nur die Inquisition im 13., 14., 15., 16., 17., 18. und 19. Jahrhundert stattgefunden hat, sondern in Spanien selbst noch unter Franco im 20. Jahrhundert bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts hinein. Der Erzbischof von Sevilla forderte im März 1952 in einem Hirtenbrief die spanischen Katholiken auf, die protestantische Gefahr zu bekämpfen. Wie können 20.000 Bibelgläubige, nenne ich sie jetzt mal, eine Gefahr darstellen für 28 Millionen? Das ist weniger als 0,1%. Vor und nach der Veröffentlichung dieses Hirtenbriefs werden in Sevilla, Badajoz und anderen spanischen Städten protestantische Kapellen ohne Angabe von Gründen behördlich geschlossen, vom fanatisierten Mob angezündet, Bibeln und Gesangbücher zerrissen, Pfarrer überfallen, Gemeindeglieder misshandelt. Gleichzeitig mit den Protestantenverfolgungen in Spanien geht eine gleiche Verfolgungswelle über Kolumbien hin, das sogenannte Lateinamerika. Der kolumbianische Klerus ist mit spanischen Elementen durchsetzt und erhält seine Direktiven zu einem großen Teil aus Madrid, das seine Direktiven direkt aus Rom erhält. Jede Beeinträchtigung der katholischen Kirche wird in der Weltpresse und im Rundfunk propagandistisch ausgewertet. Als in Jugoslawien der Staat seine Rechte der Kirche gegenüber geltend machte und wahrte, was ein Bruch des Konkordats ist, indem er ihren politischen Einfluss ausschaltete, erhob sich das bekannte Geschrei von den, zwischen Anführungszeichen, Christenverfolgung, das katholische Verfolgung sind, mal eben hier ganz deutlich nochmal gesagt. Ja? Wenn hier von Christenverfolgung gesprochen wird, in diesem Fall, dann geht es nicht um Christen, dann geht es um Katholiken und das ist nicht dasselbe. Bei diesen Gewalttaten im faschistischen Spanien handelt es sich eben um Ketzer. In diesem Lande herrscht ein katholisch-faschistischer Diktator, dessen Regierungssystem den politischen Grundsätzen des Papstes entspricht. Da schweigen die Entrüstungsstürme in den Demokratien, den sogenannten, den Scheindemokratien, hinter denen sich nur die Fratze der Diktatur versteckt. Wer in den für die Beurteilung dieser heutigen Entwicklung unerlässlichen historischen Überblick besitzt, ist darüber keineswegs erstaunt. Er kennt die Ziele des Jesuitenordens, der die katholische Kirche völlig beherrscht. Ich sage dazu das Stichwort Injunctum Nobis. Der Jesuitenorden wurde zur Bekämpfung des Protestantismus gegründet und hat ihn satzungsmäßig auszurotten. Er hat sich, so erklärt Antichristpapst Urban VIII. In der Kanonisationsbulle für Ignatius Loyola vom Jahre 1623, Zitat, unter anderen Werken der Frömmigkeit und Liebe die Bekehrung der Heiden und der Ketzer zur Wahrheit des Glaubens satzungsgemäß ganz gewidmet.
ex instituto se totam impendet. Bullarium 1, 145. In dem zur Jahrhundertfeier des Jesuitenordens im Jahre 1640 herausgegebenen Prachtwerk Imago Primi Seculi heißt es unter anderem, ich habe hier einen Link beigefügt, da könnt ihr euch das selbst runterladen und noch mehr lesen als dieses Zitat, in dem es heißt, gewiss leugnen wir nicht, dass von uns bitterer und ewiger Kampf für die katholische Religion gegen die Ketzerei aufgenommen ist. Was einst Hieronymus, das sagt heute jeder einzelne von uns. In einem kann ich dir nicht beistimmen, dass ich nämlich der Ketzer schone und mich nicht als Katholiken erweise. Wenn das der Grund unserer Zwietracht ist, sterben kann ich, aber schweigen kann ich nicht. Vergebens erwartet die Ketzerei, durch bloßes Schweigen Frieden mit der Gesellschaft Jesu zu erlangen. Solange Leben in uns, den Jesuiten ist, solange Leben in uns ist, werden wir zur Verteidigung der katholischen Herde die Wölfe anbellen. Frieden ist ausgeschlossen, die Saat des Hasses ist uns eingeboren. Desperata pax est, odii semina innata sunt. Was Hamilkar für Hannibal war, das ist Ignatius für uns. Auf sein Geheiß haben wir an den Altären ewigen Krieg geschworen. Ende Zitat. Imago primi seculi. Gerald, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich denke, dass wir in dieser kleinen Lesung eine ganze Menge Fortschritte gemacht haben und es hat mich ziemlich erschöpft, das eben lesen zu dürfen, aber auch lesen zu müssen. Und ich möchte hier eigentlich gerne zu einem Abschluss kommen, weil ich denke, dass man das, was gerade eben hier mitgeteilt wurde, auch mal verarbeiten muss. Und diese Gelegenheit möchte ich unseren Zuschauern gerne geben. Aber natürlich nicht, ohne dir die Gelegenheit gegeben zu haben, jetzt deinen Kommentar dazu zu geben. Bitte schön. Vielen Dank, Jörg. Also ich habe jetzt wirklich ganz gespannt zugehört und es ist auf den Punkt genau das, worum es ja in den ganzen Lesungen auch von dir geht. Ne? Konzentriert Informationen, dann natürlich noch ein bisschen richtig gestellt. Das liegt daran, dass der Autor auch kein bibelgläubiger Christ ist, soweit ich informiert bin. Aber was diesen Wahrheitsgehalt angeht, und diese ganzen Verbindungen haben hier natürlich einen richtigen Kern. Und insofern gebe ich dir da auch recht, dass man hier das wirklich etwas sacken lassen muss, weil letztendlich kann man die ganzen Dinge, die jetzt passieren, genau an diesen zwei Seiten messen. Das ist einfach so. Denn wir werden das in den nächsten Lesungen uns auch noch zur Genüge anschauen. Wir werden sicherlich noch die Möglichkeit haben, genau diese Worte von dem Autor wirklich nachzuweisen. Und zwar eben nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart. Und das ist der Punkt, wo wir ja beide hingehen. Wir beweisen und weisen nach, dass das, was hier geschrieben ist, längst nicht weg ist, längst nicht kalter Kaffee ist, sondern brandaktuell und man muss auch sagen brandgefährlich. Ja? Denn wir wissen alle, dass es ein geistiger Kampf ist. Erst muss der Kopf in eine bestimmte Richtung gedrückt werden. Erst muss man Menschen fanatisieren können, aufhetzen können und dann kann man mit diesen Menschen eben machen, was man möchte. Und wir leben genau wieder in diesen Zeiten, die genau so sind, wie früher auch. Da spielen Jahrzehnte keine Rolle. Es ist immer dasselbe Prinzip. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es ist alles da gewesen. Und die einzige Sache ist, diese Dinge zu erkennen und zu vergleichen, die Geschichte kennenzulernen, biblisch das entsprechend dann für sich zu erfahren und dann zu merken, aha, das ist ja immer dasselbe. Das ist ja immer dieselbe geistige Kraft, die dahinter steht. Ja. Insofern wird diese Lesung eben diesen Schritt weitergehen in die Gegenwart. Wir werden beweisen, dass
es aktueller denn je genauso zugeht. Wir werden viele Informationen bringen. Wir werden uns mit dieser katholischen Laienorganisationen beschäftigen. Ja, also katholische Aktion ist ein Stichwort. Wir werden uns mit Studentenverbindungen beschäftigen. Ja, also mit Jugendorganisationen, die sich ein Leben lang ja, zur Treue Roms verpflichten. Das heißt also auch getreu dem Fides-Motto, ja, Treue zu Rom. Wir werden das alles kennenlernen und ich kann euch sagen, ihr habt, na gut, ich kann es von mir sagen, ich hatte keine Vorstellung, wie umfangreich dieses ganze Thema ist. Und wenn ich es nicht kann, dann vielleicht könnt ihr es auch nicht. Es ist sicherlich auch ganz gut, dass man nicht alles weiß. Ich glaube, wenn man zu viel von diesen Dingen dann sich anschaut, da muss man das eben auch ein bisschen filtern können und wie gesagt, dann entsprechend auch Gegenmaßnahmen einleiten, am besten mit der Bibel in der Hand. Aber das ist wirklich, es ist ein Kaninchenbau, der wirklich abgrundtief ist und wir werden es beleuchten, wir werden, soweit es geht, was dieses Format hergibt, diese Dinge für euch hoffentlich auch interessant gestalten. Deswegen haltet uns die Treue, es wird auf jeden Fall interessant und ich würde jetzt sagen, bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen und Maranatha.